Über 1 Million Jahre muss in Deutschland giftiger, hochradioaktiver Abfall gelagert werden können. So lange sollen Mensch und Umwelt von der gefährlichen Strahlung geschützt werden. Ja, dieser Müll stammt aus Kernenergiereaktoren. Von den über 400 aktuell weltweit aktiven stehen 3 davon noch hier bei uns in Deutschland. Ende 2022 sollen sie vom Netz gehen, zumindest wenn alles nach Plan läuft, aber dazu später mehr. Ja, noch ein Hinweis, der uns besonders wichtig ist. Dieses Video ist zum größten Teil vor dem russischen Überfall auf die Ukraine entstanden. Wir gehen also nicht ausführlich auf Themen wie Versorgungssicherheit oder die Sicherheitslage an ukrainischen AKWs ein. Und damit zurück zu unserem Thema. Trotz schwerer Unfälle wie in Tschernobyl und Fukushima gelten sie für viele Regierungen als kostengünstige und saubere Alternative zu fossilen Brennstoffen und damit als der Energieträger der Zukunft. Denn um den Klimawandel noch zu begrenzen, muss die Stromerzeugung CO2-neutral werden. Und das am besten ziemlich schnell. Sind wir also auf dem Weg in eine strahlende Zukunft? Können uns Kernkraftwerke noch vor dem Klimawandel retten? Ist Kernenergie wirklich so günstig wie gedacht? Und was hat eigentlich ein CSU-Politiker mit der ganzen Sache zu tun? Das alles erfahrt ihr heute hier in diesem Video. Ich bin Philipp und sage herzlich willkommen zu Zweifelsfrei. Wir erklären euch Zahlen und Statistiken. Es gibt so Dinge, die waren Ende der 90er mal angesagt und die tauchen seitdem alle paar Jahre mal wieder auf der Bildfläche auf. Aber jetzt mal von klobigen Sneakern, Tennissocken und Schlaghosen mal abgesehen, wird aktuell auch wieder über Atomenergie diskutiert. In den letzten Jahren und Monaten vor allem vor dem Hintergrund des Klimawandels, denn Kohle und Gas sind ein Auslaufmodell. Ist jetzt keine neue Erkenntnis, das wusste auch schon vor über 30 Jahren einer, der nicht unbedingt als klassischer Öko bekannt war. Und das möchte ich mit allem Nachdruck und aller Schärfe betonen. Wer mehr Kohle verbrennen will, ist ein Verbrecher an unseren bioklimatischen Verhältnissen und an der nächsten Generation. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Die Debatte um die Nutzung von Kernenergie in Deutschland ist nämlich fast so alt wie die Bundesrepublik. 1955 wird der stramm konservative CSU-Politiker Franz Josef Strauß der erste Atomminister Deutschlands und ein Jahr später legt er einen Gesetzentwurf vor, der die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie regeln soll. Und daraus wird das erste deutsche Atomgesetz und Deutschland startet ins Atomzeitalter. Bis 1990 werden 27 Kernkraftwerke gebaut. Die Atomenergie wird zu dem Lieblingsprojekt der deutschen Konservativen. Aber Kernkraft war in Deutschland nie unumstritten, im Gegenteil. Schon früh gab es Proteste gegen geplante Kernkraftwerke, aus denen sich schließlich die Anti-Atomkraft-Bewegung formiert hat. Unter anderem ist daraus dann auch die Partei Die Grünen entstanden. Dann kommt es zur Katastrophe. Am 26. April 1986 explodiert Reaktor Block 4 im ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl und führt zu radioaktiven Kontaminationen in vielen europäischen Ländern. Das Unglück verstärkt die Debatte, ob und wie sich Kernenergie sicher nutzen lässt. 1998 kommt die erste rot-grüne Bundesregierung ins Amt. 2 Jahre später schmieden SPD und Grüne den Atomkonsens. Es sollen keine neuen Atomkraftwerke gebaut werden und spätestens 2021 sollen alle abgeschaltet sein. Es ist der erste Atomausstieg. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, der erste? Ja, genau, denn 2010 beschließt die schwarz-gelbe Regierung unter Angela Merkel, dass Atomkraftwerke doch noch deutlich länger laufen sollen. Kurz darauf kommt es aber schon wieder zu einem Umdenken. 2011 ereignet sich die nukleare Katastrophe im Kernkraftwerk Fukushima. Kanzlerin Merkel ändert ihre Meinung, der zweite Atomausstieg wird beschlossen und hat zur Folge, dass alle AKWs schrittweise abgeschaltet werden. Das letzte 2022, also noch in diesem Jahr. Übrigens, es gibt noch einen großen Punkt, auf den wir in diesem Video nicht ausführlicher eingehen können, nämlich wie sicher sind Atomkraftwerke. Wenn ihr wollt, dass wir auch dazu mal ein Video machen, dann schreibt es uns unten in die Kommentare rein. Zur Frage, was bei einem nuklearen Unfall passiert, findet ihr jetzt rechts oben hier ein Video von Kurzgesagt. Weltweit haben sich die CO2-Emissionen seit 1960 verdreifacht. Ja, und die Gefahren, die der Klimawandel mit sich bringt, die werden für viele immer realer. Wir brauchen also Energieträger, die CO2-neutral sind, also keine klimaschädlichen Gase ausstoßen. Und so werden die Rufe nach Kernkraftwerken wieder lauter. Sie haben den Ruf, sauber und günstig zu sein, ideal also für den Energiemarkt der Zukunft. Ja, damit Atomstrom fließt, muss auch erstmal das hier fließen, nämlich Geld. Schauen wir uns mal an, wohin.
Ein Beispiel. In der Normandie baut Frankreich seit 14 Jahren an dem Reaktorblock Flamanville 3. Geplant waren 3 Jahre. Und auch die Kosten steigen dramatisch von angedachten rund 3 auf 12 Milliarden Euro. Und das ist auch kein Einzelfall. Auch bei dem finnischen Kraftwerk Olkiluoto gibt es vergleichbare Kostensteigerungen und Planungsverzögerungen. Und je älter die Kraftwerke werden, umso mehr Geld muss in Instandhaltung und Nachbesserung gesteckt werden. Bereits jetzt sind 2/3 der weltweiten Atomkraftwerke über 30 Jahre alt. Das heißt, um auch in Zukunft Atomstrom produzieren zu können, müsste massiv in neue Anlagen investiert werden. Unter anderem deshalb ist der französische Atomkonzern EDF mit über 30 Milliarden Euro verschuldet. Und das Problem dabei, der französische Staat ist zu 75% am Unternehmen beteiligt. Das heißt, die Konzernschulden belasten zum größten Teil die Bürgerinnen und Bürger in Frankreich. Ja, solche Schulden müssen wieder abgebaut und Kosten gedeckt werden. Und das wird über den Preis pro Kilowattstunde geregelt. Hier hält sich hartnäckig der Mythos, dass Kernkraft doch sehr günstig wäre. Aber dem ist nicht so. Kernenergie ist dann 2018 sogar die teuerste Form der Energiegewinnung. Allein die Produktionskosten liegen bei durchschnittlich 13 Cent pro Kilowattstunde. Alle anderen Energiequellen wie Wind- und Solarenergie sind da deutlich günstiger. Obendrauf kommen bei der Atomkraft aber auch noch die Folgekosten. Und die könnten erheblich sein. Denn die Endlagerung von Brennstoffen und radioaktiv verseuchten Materialien wird ziemlich teuer. Genaue Zahlen gibt es dazu noch nicht. Bis heute ist in Deutschland noch kein passendes Endlager für Atommüll gefunden worden. Das Bundesumweltamt rechnet deshalb mindestens mit genauso hohen Folgekosten wie bei den fossilen Energieträgern. Also günstig sind Atomkraftwerke schon mal nicht. Sind sie dafür immerhin sauber? Das Umweltbundesamt und weitere Institutionen wie der Weltklimarat, IPCC und das Öko-Institut sagen, sind sie nicht. Auch bei Kernkraftwerken fallen nämlich Emissionen an. Man muss dabei den gesamten Lebensweg eines Kraftwerks betrachten. Dazu gehört der Bau der Anlage, bei der große Mengen Stahl und Beton nötig sind, und der Abbau der Brennelemente wie Uran. Und dazu kommt, Atomkraftwerke sind aus Sicherheitsgründen in ihrer Laufzeit begrenzt. Bedeutet, sie müssen irgendwann wieder zurückgebaut werden. Außerdem braucht der Atommüll, der durch so ein Kraftwerk entsteht, eine Endlagerstätte. Und eine passende gibt es bisher nur in Finnland. Sie gilt als Musterbeispiel, weil in dem Bauprozess die Bevölkerung vor Ort beteiligt wurde. So konnten auch Übereinstimmungen zwischen den Betreibern und den dort Wohnenden gefunden werden. Aber weder in Deutschland noch in anderen Staaten konnte bisher ein Projekt wie dort realisiert werden. Wie hoch die Emissionen bei den Endlagerungen und auch beim Abbau von Uran ist, lässt sich allerdings nicht genau bestimmen. Beim Gesamtausstoß von einem Atomkraftwerk gibt es deswegen sehr große Bandbreiten. Der IPCC gibt 12 Gramm CO2 pro Kilowattstunde als ungefähren Schätzwert an. Bei Braunkohlekraftwerken liegt er bis zu 100 Mal höher. Würde man die verbleibenden Atomkraftwerke in Deutschland noch länger betreiben, könnten damit theoretisch mehrere Kohlekraftwerke ersetzt werden. Das würde eine große Menge CO2 einsparen. Ja, aber auch diese Kraftwerke sind bald am Ende ihrer Laufzeit und müssten in wenigen Jahren teuer renoviert werden, falls das überhaupt möglich ist. Also keine echte Option. Dachte man zumindest. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine gibt es neue Forderungen, die Kernkraftwerke länger laufen zu lassen. Es liegt vor allem daran, dass Deutschland dann unabhängiger von russischem Erdgas wäre und Russland so weniger Einnahmen hätte, um den Krieg zu finanzieren. Auch Wirtschaftsminister Habeck hat prüfen lassen, ob die Atomkraftwerke länger Strom produzieren könnten. Dabei gibt es aber einige Hürden, vor allem weil die Betreiber der Atomkraftwerke davon ausgegangen sind, dass eben 2022 Schluss ist. Deshalb müssten jetzt unter anderem neue Sicherheitsprüfungen vorgenommen werden. Übrigens, wenn ihr mehr über Abhängigkeiten in der Energieversorgung oder auch zu Themen wie Waffenlieferung wissen wollt, könnt ihr es uns gerne hier in die Kommentare schreiben. Atomkraftwerke sind also teuer, stoßen aber auch weniger CO2 aus als Kohle- oder Gaskraftwerke. Tja, und beim Kampf gegen den Klimawandel sollte Geld doch eigentlich keine Rolle spielen, oder? Ja, das kann man natürlich so sehen, aber am Ende müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher, also wir alle, die hohen Kosten für Atomstrom bezahlen. Warum werden dann jetzt nicht überall Windräder und Solaranlagen hingestellt, die ja deutlich günstiger sind, könnte man sich da fragen. Ja, in Deutschland wird das Stand jetzt von der Bundesregierung zumindest so geplant. Das ist aber eben eine Entscheidung, die jedes Land für sich selbst trifft. Alle Kernkraftwerke abzuschalten, ist weltweit eher ein Sonderweg.
Aber es gibt auch einen anderen Ansatz, den zum Beispiel unsere Nachbarn in Frankreich verfolgen. Atomkraft ist in Frankreich seit Jahrzehnten ziemlich populär. Dort stehen mit 56 Anlagen die zweitmeisten weltweit. Nur in den USA gibt es noch mehr. Die Atomkraft macht in Frankreich gut 70% des Energiemix aus. Die Anlagen in Frankreich sind allerdings alt und anfällig für Störfälle und wie schon gesagt sehr teuer im Betrieb. Deshalb will die französische Regierung neue Wege gehen. Präsident Macron setzt zwar weiterhin voll auf Atomkraft, um seine Umweltziele zu erreichen, die Kernkraftwerke sollen aber kleiner werden. Man nennt sie Small Modular Reactors. Diese AKWs haben eine deutlich geringere Leistung als Großkraftwerke, sind dafür aber deutlich günstiger in der Anschaffung. Die Kosteneinsparungen werden durch die modulare Bauweise möglich. Das heißt, alle Reaktoren sind baugleich und können so quasi in Fließbandarbeit und in hoher Stückzahl gebaut werden. Pro Anlage können bis zu 12 Reaktormodule zusammengeschaltet werden. Sie können also relativ genau an den Strombedarf vor Ort angepasst werden. Das Problem dabei, aufgrund der geringeren Leistung müssen deutlich mehr Kraftwerke gebaut werden. Kritikerinnen und Kritiker sprechen von tausenden neuen Anlagen. Mehr Anlagen bedeuten dann eben auch ein gestiegenes Sicherheitsrisiko, da jede für sich potenziell anfällig für einen Störfall ist. Rettet uns die Kernenergie nun vor dem Klimawandel? Ja, wohl eher nicht. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, bleiben nur noch etwas mehr als 7 Jahre. Und das wird ganz offensichtlich nicht reichen, um genug Anlagen ans Stromnetz zu bringen. Allerdings, genug erneuerbare Energien in so kurzer Zeit an den Start zu bekommen, wird auch nicht wirklich leicht. Atomenergie könnte bis dahin zumindest helfen, CO2-Emissionen einzusparen, denn die CO2-Bilanz ist zumindest besser als bei Kohle- oder Gaskraftwerken. Von daher könnte man sagen, Atomkraft könnte uns möglicherweise beim Übergang helfen. Aber wie sehen das eigentlich die Deutschen? Naja, aktuell ist wenig politischer oder gesellschaftlicher Wille zu erkennen, am Atomausstieg irgendwie zu rütteln. Ganz im Gegenteil. 3/4 der Deutschen halten die Abschaltungen für richtig und fast genauso viele schätzen die möglichen Gefahren als zu hoch ein. Wahrscheinlich auch, weil sich die Katastrophen in Tschernobyl und Fukushima ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Ob und wie sich diese Ansichten jetzt durch den Krieg in der Ukraine ändern, lässt sich aktuell natürlich noch nicht sagen. Erste prominente Stimmen aus der Politik, die eine Verlängerung der Atomkraft in Deutschland fordern, gab es immerhin schon. Klassische Atomanlagen sind außerdem zu teuer, sowohl in der Anschaffung als auch in dem fast nirgendwo geklärten Punkt der Endlagerung radioaktiven Mülls. Ja, und nicht erst seit der Netflix-Serie Dark wissen wir ja, dass das ein ziemlich großes Problem ist. Der Atomausstieg in Deutschland ist jedenfalls beschlossen und daran ändert sich ohne gravierenden Grund nichts mehr. Ob der russische Krieg gegen die Ukraine so einer ist, ja, das werden die kommenden Monate zeigen. Trotzdem könnte es sich lohnen, an Atomenergie weiter zu forschen. Es gibt mittlerweile erste Ansätze, radioaktiven Müll zu recyceln und weniger gefährlich zu machen. Dann ist es durchaus denkbar, dass mittelfristig weitere Innovationen auf den Markt kommen werden, die Kernenergie zur Zukunftstechnologie machen. Bei der Bewältigung der Klimakrise muss es aber schnell gehen und da helfen die aktuellen Großkraftwerke aus den 1980er Jahren nicht wirklich weiter. Die schnelle Umstellung auf erneuerbare Energien aber schon. Ich hoffe, euch hat unser heutiges Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ja, hier auf unserem neuen Kanal Zweifelsfrei kommt jetzt jeden Mittwoch um 17 Uhr ein Video mit spannenden Zahlen und Statistiken. Und jetzt habe ich zum Abschluss noch 2 Cook-Empfehlungen für euch. Wie die Energie der Zukunft aussehen könnte, das seht ihr in dem Video von Kurz gesagt. Und unten findet ihr unser Video von letzter Woche, sind Frauen weniger rechtsextrem als Männer? Und damit sage ich, Philipp, tschüss, bis zum nächsten Mal bei Zweifelsfrei.